Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden hier heute über das Bestattungsgesetz, was sehr wichtig ist, weil wir definieren müssen, wie wir mit unseren Verstorbenen letztendlich umgehen. Der vorliegende Gesetzentwurf geht in einigen Punkten in die richtige Richtung. So begrüßen wir es zum Beispiel ausdrücklich, dass hier neue Regelungen angedacht sind, um die sogenannten Sternenkinder angemessen beerdigen zu können. Es ist auch gut und sinnvoll, dass hier die Bestattungsfristen neu angepasst werden. Es gibt allerdings leider auch Punkte, mit denen wir nicht so einverstanden sind, die uns beziehungsweise aber auch einfach nicht zu weit gehen. Im Folgenden möchte ich darauf eingehen. Zum einen ist das auf jeden Fall die Leichenschau. Im Auftrag des Sozialministeriums wurde an die Rechtsmedizin am Winterberg eine Studie vergeben, die die Todesbescheinigungen aus dem Jahre 2014 auswerten soll. An dieser Studie war ich auch damals direkt beteiligt gewesen und die Studie offenbarte, dass bei jeder dritten Todesbescheinigung gänzlich oder weithin Unleserlichkeit herrscht bei dem Ausfüllen des Dokumentes der Todesbescheinigung. Nun will die Landesregierung hier gegensteuern, indem beispielsweise in § 16 Form und Inhalt der Todesbescheinigung definiert werden und ich zitiere, die Todesbescheinigung sollen nämlich vollständig, korrekt, gut leserlich und unter Angabe ihrer bzw. seiner Kontaktdaten zur Sicherstellung der Erreichbarkeit für Nachfragen der nachfolgenden Verwaltungsbehörden sein. Jetzt lässt sich natürlich mit Ärzten lang und ausführlich darüber streiten, über die Deutungshoheit von gut leserlich. Aber man könnte dieses Problem ja auch einfach umschiffen, indem man die Digitalisierung auch ins Sozialministerium ankommen lässt. Wir brauchen hier eigentlich endlich die elektronische Todesbescheinigung mit direkter Übermittlung ans Gesundheitsamt. Ein weiterer Punkt der Studie war, dass bei jeder fünften Todesbescheinigung sachlogische Fehler auftreten. Also Fehler beispielsweise in der Kausalkette der Todesursache oder in der Herleitung der Todesart. Ich will Ihnen das mal mit einem fiktiven Beispiel veranschaulichen. Wenn in der Todesbescheinigung Herzversagen steht, aber die Person hatte ein Messer in der Brust, dann ist sie möglicherweise schon an Herzversagen letztendlich mit erkrankt, aber das Herzversagen war nicht ursächlich für den Tod gewesen. Und jetzt bietet ja zumindest die Ärztekammer regelmäßig Fortbildungen an, was wir natürlich auch begrüßen, in Sachen Todesbescheinigung. Aber leider fehlt in dem Gesetzentwurf ja letztendlich auch eine verpflichtende Teilnahme. Da wird lediglich von sollen gesprochen. Also die Ärztinnen und Ärzte sollen an diesen Fortbildungen teilnehmen. Ich will hier aber auch gar nicht verschweigen, dass uns dieses Spannungsfeld, in dem wir uns hier bewegen, durchaus bewusst ist. Wenn man das Ganze bei einer freiwilligen Regelung belässt, dann läuft man natürlich Gefahr, dass die leichenschauenden Ärzte, die man da letztendlich auch bestellt, möglicherweise nicht an den Fortbildungen teilgenommen haben und deshalb möglicherweise auch ungeeignet sind. Geht man jedoch eine verpflichtende Fortbildung ein, dann kann es natürlich passieren, dass wenn man die Ärzte zu einer Leichenschau bestellen möchte, die sagen, naja, ich habe an dieser Fortbildung überhaupt nicht teilgenommen, und deshalb kann ich das auch nicht machen und so würden letztendlich zu wenig Ärzte zur Verfügung stehen, um eine Leichenschau durchzuführen. Aber es ist ja insgesamt noch viel absurder. Zum Beispiel ein niedergelassener Gynäkologe kann dazu verpflichtet werden, eine Leichenschau durchzuführen. Der muss dann dabei die Kausalkette herleiten und erkennen, wenn da was Verdächtiges ist, obwohl er möglicherweise seit seinem Studium gar nicht mehr mit Rechtsmedizin oder mit Leichenschauen beschäftigt war. Und es ist ja auch schwierig für Ärztinnen und Ärzte, die zum Beispiel einen Patienten und seine Angehörigen über einen längeren Zeitraum begleitet haben und dann kommt es zum Todesfall und der Arzt wird dann in dieses familiäre Umfeld geschickt und muss dann dort vor den Angehörigen in dieser hochemotionalisierten Situation den Leichnam entkleiden und dort dann fachgerecht eine Leichenschau durchführen. Und deshalb brauchen wir eigentlich auf lange Sicht gesehen ein System mobiler Leichenschau-Services, wo Amtsärzte und Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner im Prinzip diese Leichenschau durchführen. Nur so können wir die Qualität der Leichenschau auch wirklich garantieren. Nun möchte ich aber auch noch zur wichtigsten Forderung kommen, die eigentlich die Rechtsmedizin aus dieser Studie herausgearbeitet hat, nämlich die Einführung einer Obduktionspflicht. Die Studie hat massive Mängel bei der Herleitung der Todesart festgestellt. Bei der Todesart, im Gegensatz zur Todesursache, gibt es eigentlich nur drei Antwortmöglichkeiten. Das ist die natürliche Todesart, die nicht natürliche und die ungeklärte. Die nicht natürliche bei äußeren Einflüssen oder bei Verkehrsunfällen etc.
Und die Studie zeigte jetzt, dass in 10% aller Fällen die Todesart inkorrekt eingeordnet wurde. Das sind im Zweifel die Fälle, die durch die Staatsanwaltschaft oder die Polizei eine Nachschau bedürfen. Dabei war besonders markant, dass sich im Prinzip 6 Fallgruppen herausgebildet haben. Das waren erstens Säuglinge und Kinder unter 16 Jahren, zweitens Tod bei vermutetem oder bekanntem Substanzgebrauch, also Medikamentenmissbrauch oder auch Drogenmissbrauch, drittens Tod im öffentlichen Raum, viertens das Auffinden unbekannter Toter bei Wohnungsöffnung, fünftens Tote mit fortgeschrittenen Leichenveränderungen, also beispielsweise Verwesungserscheinungen, und sechstens Tod im amtlichen Gewahrsam. Wenn man jetzt alle Fälle, die unter diese Kategorien fallen, zusammenzählen würde, dann würden wir auf insgesamt 500 Fälle im Saarland pro Jahr kommen. Und jetzt war die Rechtsmedizin so nett gewesen und hat uns auch berechnet, was diese 500 Fälle bei einer Obduktionspflicht an Mehrkosten für den saarländischen Haushalt bedeuten würde. Wir reden hier von Mehrkosten im Jahr für das Saarland von 300.000 Euro, wenn man hier jeden dieser kritischen Fälle obduzieren würde. Und ich denke, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese 300.000 Euro muss es uns wert sein. Wir würden ja dabei auch die Polizei deutlich entlasten. Besonders nach Wohnungsöffnungen beklagen ja Polizistinnen und Polizisten sehr oft, dass entweder kein leichenschauender Arzt zu erreichen sei oder dass die Anfahrt des Arztes Ewigkeiten dauert und die Polizistinnen und Polizisten dann natürlich bei der Wohnung gebunden sind, weil die können ja diesen Fundort nicht einfach verlassen. Wir sehen also, die Obduktionspflicht ist nicht nur nicht teuer, sondern sie ist auch eine Hilfe für die Trägerinnen und Träger unseres Gewaltmonopols sowie für den Rechtsstaat. Es wird also höchste Zeit, dass die Obduktionspflicht endlich kommt. Zu guter Letzt möchte ich noch einen Punkt ansprechen, den meine Fraktion schon seit Jahren fordert, und zwar die Aufhebung des sogenannten Friedhofszwanges. Wir erneuern heute diese Forderung, denn man muss ja sagen, zum einen gehen mit diesem Zwang ja enorme Kosten einher, die von vielen Menschen in diesem Land nicht getragen werden können. Mehrere tausend Euro sind für Grab- oder Urnenbestattung nun mal nicht leistbar, ohne oder mit nur geringem Gehalt. Denn eine würdige Bestattung, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf nicht zum Luxus werden. Und seit vielen Jahren gibt es in vielen europäischen Staaten, wie beispielsweise den Niederlanden oder der Schweiz, keinen Friedhofszwang mehr. Aber auch Bremen lockerte 2014 den Friedhofszwang, und ich denke, wir sollten uns dem endlich anschließen. Alles in allem hätten wir uns gewünscht, dass die Landesregierung sich vielleicht etwas mehr auf den Rat von den Experten und dem Gutachten verlässt. Aber was nicht ist, das kann in der Anhörung ja immerhin noch werden. Herzlichen Dank.